Der Bundestag debattiert am Donnerstag über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Zu Wort kommt auch Alexander Dobrindt, Ex-Verkehrsminister und Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Als der Unionspolitiker zum Ende seiner Rede die Ampelregierung zum Rücktritt auffordert, schallt nicht nur Applaus durch den Saal. Ich kann Ihnen nur raten, es wird Zeit für ein Scheidungspapier, um dieses Ampelchaos endlich zu beenden, liebe Kollegen der FDP. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Habeck beim Thema Wachstumschancengesetz eine Spitze gegen die größte Oppositionspartei gesetzt. Habeck sagte wörtlich, Zitat, Sie haben sicher nicht die Mühe gemacht, Ihre Vorschläge gegenzufinanzieren. Geben Sie endlich grünes Licht. Dobrindt konterte in seiner Rede und erklärte, die Opposition würde das Wachstumschancengesetz keinesfalls blockieren. Es sei nur in seiner jetzigen Form nicht umsetzbar. Dobrindt wörtlich, Zitat, Deutschland ist das absolute Schlusslicht in Europa und dafür tragen Sie einen erheblichen Teil der Verantwortung.